Über Wahrheitstafeln kann ich jetzt zeigen, was die Semantik von Aussagen ist, die mithilfe von Operatoren verknüpft werden. Schauen wir uns das für die entsprechenden Operatoren an. Ich habe hier P und nicht P. P hat die Belegung true oder false. Falls eine Aussage P den Wert true hat, dann hat die negierte Aussage den Wert false. Falls diese Aussage den Wert false hat, dann hat die negierte Aussage den Wert true. Das heißt, der Wahrheitswert wird in dem Sinne immer umgedreht. Schauen wir uns jetzt die Konjunktion an. Ich schreibe in dieser Wahrheitstafel auf alle Kombinationen von Möglichkeiten, von Belegungen von P und Q. True, 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 false, false, true, false, false sind die möglichen Belegungskombinationen für P und Q. P und Q, also eine konjugierte Aussage, hat immer genau dann den Wert true, wenn sowohl P als auch Q den Wert true besitzen. In den Fällen, in denen auch nur eine dieser beiden Aussagen den Wert false besitzt, hat die konjugierte Aussage auch den Wert false. Und nun die Disjunktion. Auch wieder alle Kombinationen hingeschrieben. Zwei Formeln, P und Q, wenn ich sie disjungiere, also durch oder verknüpfe. P oder Q hat genau dann den Wert true, wenn eine oder beide der beiden einzelnen Aussagen den Wert true besetzt. Hier haben beide den Wert true, also ist P oder Q true. Hier hat P und hier Q den Wert true, also ist P oder Q auch true. Und nur in dem unteren Fall, wenn beide Aussagen den Wert false besitzen, dann hat auch die disjugierte Aussage P oder Q den Wert false.